ist am Leben. Wir wetten, wäre er tot, würden sie seinen Leichnam durch ganz Tsushima schleifen. Herzlich willkommen, Folks, zu Ghost of Tsushima im nächsten Part. Und wir sind hier immer noch in Hiroshi Heilbad. Denn wir haben hier einige nette Leute kennengelernt, die uns unter anderem hier in diesem Bad gezeigt haben, wie man nett entspannen kann. Und dabei haben wir uns die Gesundheit ein bisschen verbessert, denn ja, so ein Bad ist ja eigentlich ziemlich gesund, ne? Kann ich jedem empfehlen. Naja, nicht gerade jetzt zu Corona-Zeiten, ist ein bisschen schwierig alles. Aber hey, Hallöchen, Jungs. Na, lass mal aber da mal schön das da so, ne? Verdeckt, alles. Immer schön verdeckt, ihr wisst schon, YouTube und so macht da Probleme. Deswegen nehme ich mir erstmal hier eure Vorräte. Ja, warum ich hier noch in... Halt, hier muss ich auch mal hoch. Ne, kann ich nicht? Doch. Gut. Warum ich hier noch in diesen Heilbad bin, ist eigentlich... Mir gefällt das. So ein belebtes Dorf. So ein Urlaubsort. Gut, Urlaub würde ich jetzt hier nicht gerade machen, wenn hier die Mongolen umherziehen und Unruhe stiften, aber... Ja, wir sind hier zum anderen hier... Warte mal, kann ich das hier durchschneiden? In irgendeinem Spiel konnte ich das durchschneiden, oder? Ah, ich weiß welches. Sly Cooper. Nee, okay, gut. Das ist jetzt nicht so lustig, das Spiel, um das machen zu dürfen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir zu der Bogenmacherin. Das ist der Grund, warum ich hier bin, in diesem Heilbad. Denn hier gibt es noch so eine Art Verbesserung. Aber halt, was blinkt da schon wieder? Ja, hier gibt es überall was zu entdecken. Da unten, was ist das da? Leinen, okay. Also, falls ich mal nochmal auf die Idee kommen sollte, hier ein kleines Badchen zu nehmen, kann ich das gerne tun. Und wen haben wir hier? Ein Händler! Gut. Mein Herr. Nee, danke. Du kriegst mein Geld nicht. Und hier haben wir eine schöne Aussicht. Schick. Und da ist übrigens die Brücke, die, als ich die in der Videobearbeitung gesehen hatte, wollte ich da einfach mal drüber gehen. Vielleicht, ich weiß noch nicht. Ja, aber wo ist jetzt hier die... Ja, genau, da ist sie. Die Bogenmacherin. Die suchen wir, die alte Hexe. Nee. So gemein sind wir hier nicht jetzt, ne? Ah, und da wird es doch schon wieder Abend. Oh, Moment. So, jetzt können wir hineingehen. Das ist so... Ja, das ist so Brauch, ne? Genau. Und dann hüpfen. Kurzbogen, da haben wir ihn. Was können wir da jetzt verbessern? Okay, Kosten 150, 300 haben wir und das und das. Und Bambus, seht ihr? Da kommt der Bambus zum Einsatz, den wir so fleißig gesammelt haben. Okay. Tadayori Nagao wäre auf diesen Bogen neidisch. Na, dafür habe ich den jetzt aber nicht vom Meister Ishikawa bekommen, um hier Neid zu hervorzurufen. Euch fehlen die benötigten Materialien. Tut mir leid. Ja, ist ja nicht schlimm. Wir haben ja den eben verbessert. Unser Geld haben sie bekommen. Wir sehen uns wieder. Na siehst du, dann haben wir alles verbessert hier und den können wir auch gehen. Tschüss. So. Und jetzt machen wir... Nee, warte mal, wir machen gar nichts. Das Spiel ist dafür gemacht, damit wir hier nicht so eine Minimap haben, also machen wir es auch nicht. So. Nun wisst ihr's. Ja, ich weiß, ich habe wenige Zuschauer hier für dieses Let's Play. Finde ich ein bisschen schade eigentlich, aber mich stört es jetzt auch nicht so sonderlich, weil ich habe meinen Spaß. Aber falls ihr wirklich so... unbedingt mal was sehen wollt und was ich so auf der Karte da, ne, was zur Verfügung steht, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren schreiben. Ob ich es bis dahin schon gemacht habe oder nicht, das ist dann die andere Sache. Aber falls ihr da irgendwelche Vorschläge habt, was ich denn als nächstes tun soll, damit es nicht, keine Ahnung, dann könnt ihr das schreiben, dann werde ich da Rücksicht drauf nehmen. Aber ansonsten mache ich jetzt erstmal das, was ich so vorhatte. Denn ich habe mich auf der Karte einen Ort markiert, wo ich nicht genau weiß, was das für ein Ort ist. Das ist ein Fragezeichen. Und Orte, die halt Fragezeichen sind, die reizen mich besonders dolle, ne? Das ist auch in echten Dingen so. Ich fahre immer da gerne lang, wo ich noch nicht war. Dann kann ich mich wenigstens nicht über irgendwas aufregen oder so. Ja,
Ja, da müssen wir mal gucken, wo uns hier der Wind anzeigt. Ich sehe schon, da kommt endlich mal dieses Touchpad vom PlayStation 4 Controller richtig zum Einsatz. Achso, ich habe noch ein Pferdchen. Sora, komm! Sora, hierher! Bei Fuß! Sitz, Platz, aus und los geht's! Nichts tauschen. Das erinnert mich gerade voll an The Witcher 3, ne? Plötze, los! Plötze, nicht so schnell! Halt! Plötze! Was machst du da? Mann, ich hab's dir gesagt, Junge! Ich muss sagen, es. Also. Ja, warte mal, 70 Meter, muss ich auch mal auf da links oben gucken. 60 Meter, ja, Plätze, ganz ruhig. Ja, mach dir nicht die Hose, das ist nur. Ein kleiner Sprung, wollte ich sagen. Naja, du bist am verfolgten Ort angekommen. Ach so, na gut, dann mache ich das jetzt immer so, ne? Würde ich einfach mal sagen. Tja. Nee, da muss ich. Jetzt reicht's. Jetzt muss ich wirklich erstmal auf die Karte gucken. Ey, jetzt sag nicht, hat das jetzt alles gespeichert? Na dann. Hier wollte ich nämlich hin. Ja, seht ihr? Ich habe das alles nur gemacht, um euch dann das hier zu zeigen, wo ich hin möchte. Ja, das ist halt meine Strategie. Also, wer mich nicht kennt, könnte mal sehen. Und ja, meinen schönen Rücken, der kann nicht entzücken, weil ich den jetzt nicht angucken möchte. Vielleicht nachher, nach der Aufnahme. Ich weiß auch nicht so richtig, was ich von diesem Wind hier halten soll. Also so richtig kann ich mich da nicht so orientieren. Wo weht der jetzt hin hier? Mann. Aber hey. Nee, Jim. Nicht hier die Haltung. Ich wollte sagen, dieser Umhang. Hatte ich das schon in irgendeinem Part erwähnt? Dieser Umhang, den ich hier trage, der zeigt mir oder der lässt mir das spüren mit dem Controller, wo sich in der Nähe etwas befindet. Und hier an dieser Stelle irgendwo war es dann auch soweit. Mann. Hä? Wo bin ich denn? Ey, der Wind, der will mich hier irgendwie ein bisschen schaukeln. Der will mich verschaukeln. Halt, was war das? Ah, ich will. Vorräte, okay, danke. Das ist übrigens diese Lichtstimmung, die gefällt mir sehr gut hier. Ja, es kann natürlich sein, dass mein Video wieder nicht so perfekt aussieht, wie ich es gerade sehe. Dafür ein sorry. Das ist halt so. Naja, gut. Jetzt haben wir erstmal hier ein. Wo sind wir? Ja, der Nachteil an diesen netten Hügeln hier ist, dass man halt nicht erkennt, so richtig. Warte mal, kann ich hier? Nee, ich wage es lieber nicht. Ah, da hinten, schaut mal. Man muss sich auch mal ein bisschen orientieren. Bei diesen Sachen, die man noch sieht. Und hier ist auch eine nette Abstiege. Und deswegen würde ich sagen, nutzen wir die einfach mal. Und ich denke mal, da ist auch die Brücke, über die ich drüber gehen wollte. Und da unten ist noch ein netter. Was ist das? Oh, nee, mit euch. Also von oben sah das aus wie so ein Strohhut. Und ich dachte, ich wollte gerade so sagen, da befindet sich noch ein Herr, mit dem wir sprechen können. Aber mit den Bienen jetzt so zu reden, das erspare ich mir erstmal. Da habe ich nicht so das Bedürfnis danach und deswegen ist der Moment gekommen, wo wir über die Brücke gehen. Ich hoffe mal, in diesem Spiel gibt es mehr wie 7 Brücken, dann müssen wir auch das Lied nicht singen, was ich eigentlich vorhatte. Das stand ja schon lange auf der Ich möchte dies tun in meiner Let's Play Liste. Und, hier, halt, stopp, Sora, stopp, alle stehen bleiben jetzt hier. Danke. Wenigstens einer, der hört. Gut, da haben wir den Vogel, den folgen wir jetzt einfach mal.
Sag mal, ist das einfach nur so ein Ding, der uns zu den geheimen Orten bringt, die wir eh schon entdeckt haben oder entdecken wollten? Keine Ahnung. Naja, wahrscheinlich... hallo? So habe ich mir meinen freien Tag hier in Heilbad aber nicht vorgestellt. Herausforderung! Hallo! Was ist denn hier gemacht, Mann? Drecks Mongolen! Zack! Schluss hier! Ich hab's euch schon mal gesagt! Nee, eigentlich nicht, aber... Runter da jetzt! Oder ich? Je nachdem. Oh! So, ja, das... Was? Ah, okay, diese Funktion hatten wir auch noch. Das war eigentlich ziemlich cool, aber sehr unfair. Na ja, gut. Die Typen hier... hallo? Typi? Komm, noch so einen kleinen Schubs. Wäre eigentlich nett gewesen, aber na gut. Wir sind ja hier nicht bei Infamous, ne? Wo immer so kleine Bugs kamen im ersten Teil. Naja. Ja, mein Vorrat, aber dafür habe ich mich jetzt nicht hier so, ne, ausnehmen lassen von euch. Jaschas Glut. Nimm dich in Acht vor der feurigen Vergeltung des Kriegers. Was war das jetzt? Ich konnte es jetzt nicht sehen. War das jetzt ein Bogen oder... Egal. Ihr habt es gesehen hoffentlich. Ich habe es nicht gesehen. Und deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt weiter. Und der Partner ist gleich wieder rum. Ach Mann. Gut. Ah, dann haben wir schon wieder das nächste zum Entdecken. Da muss ich leider diesen Ort verfolgen. Naja. Aber jetzt rufen wir erstmal wieder Sora. Sora, hierher, bei Fuß. Braves Sorachen. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich mit dir tolle Sprünge machen kann. So kann man halt absteigen, aber... Guck mal, was mache ich hier? Oder so ein... Ja, verbrauch erstmal... Genau. Verbrauch erstmal schön deine... Nee, sieht wohl nicht so aus, als ob ich mit dem Pferd springen kann. Aber ist vielleicht... Wer weiß, vielleicht ist es auch so eine Fähigkeit, die man halt im Nachhinein erlernen kann. Die Leute, die das Spiel jetzt hier schon kennen, können mich ja dann korrigieren gerne. Ich habe davon halt noch keine Ahnung hier. Ich nehme das Spiel so, wie es kommt. So. Gut, da wird uns wieder angezeigt, der Ort. Scheint wohl da drüben irgendwo zu sein, warte. Na Sora, möchtest du wieder einen Freiflug machen? Ah, dann, vielleicht bringe ich dich ja so zum Springen. Nee. Halt, hier redet wer. Und, wir wissen ja, wie das so ist im Let's Play. Da ist nur der, bin ich nur derjenige, der hier redet. Aber ich sehe keinen und deswegen würde ich es einfach sagen. Lassen wir den Wind heulen. Ah, ein Baum. Yeah, das ist das Wichtigste. Halt, ja. Hier könnt ihr das nochmal sehen, die Wassereffekte. Ist wie bei Final Fantasy 15 übrigens hier so, dass das Wasser dann so, wenn man das so in der Sonne spiegeln lässt, ein bisschen seidenmatt aussieht. Was, finde ich, denke ich mal, auch ein bisschen, ja, unrealistisch aussieht. Das sind so die kleinen Details, die mir so immer auffallen, wenn ich Videospiele spiele. Und hier haben wir einen Fuchs. Hi. Und da bin ich auch schon angekommen. Na, tschüss, mach's gut. Eigentlich wollte ich jetzt hier ein nettes Verfolgungsspielchen machen. Und da sehen wir auch schon, dass das Licht ein bisschen heller wird. Also ich finde auch, die Lichtstimmung hier ist... Ja, ist nicht schlecht, aber mir kommt es manchmal auch so vor, als ob das Licht auch je nach Umgebung sich ändert. Ach so, okay. Ich dachte schon, die Verfolgung sagt es zu Ende. Stellt euch mal vor, der Fuchs würde jetzt da oben diese Plattformen zeigen. Also so die tolle Aussicht, wo ich eben schon war. Aber nee, wir wissen ja, dass beim ersten Mal... Was? Ja, ich weiß ja auch nicht mehr so genau, was das eigentlich war.
irgendwas mit dem Fuchs halt. Was verbessert das? Jetzt Schilma-Fetze und wende auch mal diese Fähigkeiten an, die du als Samurai hier lernst, ne? Geduld ist eine Tugend. Und deswegen haben wir jetzt unser Ziel entdeckt. Ah, okay. Das war der Inari-Schrein. Und das ist der Ort, da kam ich auch mal runter. Da wollte ich auch mal versuchen zu chillen. Was ist das da hinten? So viel zu entdecken hier. Aber jetzt gucken wir erstmal auf die Karte. Mensch, jetzt muss ich schon wieder zum Ende kommen. Tut mir leid, Leute. Weiter geht's im nächsten Part. Bis dann. Dann machen wir hier das einfach mal. Die Hauptstory weiter.